So Leute, es geht weiter mit Tomb Raider 2. Jo. Wir sind auf den schwebenden Inseln angekommen. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Weil ich blicke gerade nicht so richtig durch. Aber ich sehe gerade, da drüben ist ein Hang. Und wenn ich das jetzt richtig time, oh fuck, die habe ich ganz vergessen. Ja, die Dinger können fliegen. Und sich auch prompt fallen lassen. Wenn wir mal kurz runterfallen, dann. Ja, sind wir verschwunden. Aber ihr seht schon, wir müssen da scheinbar lang. Ich glaube, die schnellste Methode wäre natürlich jetzt die Schrotflinte zu nehmen. Für diese Typen. Gut, ich versuch's mal mit der Schrotflinte. Mal sehen, ob das dann so klappt. Ah, oder auch so, ja. Gehen wir erstmal oben lang. Ja, und da geht's schon los. Da kommt so ein Vieh. Wieder gleich angebrettert. Kann ich den von hier aus platt machen? Ist offenbar draußen. Alter, wie der Typ einfach nur über und. Wie der Typ einfach nur über uns schwebt. Wie ist denn eigentlich die KI von den Dingern? Verfolgen die mich jetzt oder? Na, komm doch mal rüber geflogen. Ja? Sieht gut aus. Und jetzt kommt Dani geflogen. Ihr seht schon, die halten sehr, sehr viel aus, die Dinger. Nicht so leicht zu knacken. So, wir haben gesehen, da drüben hat sich was geöffnet. Gut, da haben wir auch schon wieder erwartet. Ich werde jetzt aber mal die Schrotflinte nehmen. Verdammt schnell sind die auch, diese Krieger. Magnums? Oh, warte mal, vielleicht ist hier hinten noch was. Ich könnte jetzt gerade auf dem Dach von dem Ding so ein Secret vermuten. Aber ich komme nicht ran. Na gut, gehen wir erstmal da oben ran. Oh, Leute, das ist ein mysteriöser Ort. Gut. So was war hier scheinbar. Mal im Abspeichern. So, und jetzt werde ich mich mal den Golems da unten widmen.
Lasst ihr am besten gar nicht erst zu nahe kommen. Ihr seht, wie viel die Schaden machen. Ja, die Dinger machen ganz böse Aua. Da hat sich gerade sein Kumpel aktiviert. Also, ich glaube, das war eine schlechte Idee. Aber ich glaube, ich habe gerade eine andere Idee. Ach komm. Stirb. Die sind verdammt gefährlich. Ich würde gern was versuchen. Och Mensch. Was kann ich denn zur Zeit so weitergehen jetzt? Scheiße, ich habe keine Medipacks mehr. Ja, da wird sein Kumpel wach. Warten, kann er nicht fliegen? Oder was? Nee, anscheinend nicht. Da drüben ist was. Was? Was ist das denn? Das hat doch gepasst. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie bitte? Das ist doch in Reichweite, was soll denn das? Ist das irgendein Bug oder was ist das jetzt schon wieder? Ich komme da nicht hin. Ich komme da irgendwie nicht hin. Das gibt's noch nicht. Ach, verpackter Mist. Ich gehe erst mal weiter.
Werde ich später mal auschecken. So, jetzt kann ich auch hier ran, da der Typ da weg ist. Ah, ich wusste doch, da oben ist was. Da war ein hübsches Secret versteckt. Very nice. Ah, jetzt habe ich ein bisschen Energie verloren. Aber ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Verstehe ich echt nicht. Ich mache das Offscreen-Moment, dauert sonst lange. So Leute, okay, es kann weitergehen, man muss hier tatsächlich auf den kleinsten Pixel genau springen. Ich habe jetzt ca. 30, 20 Minuten geforscht, um hier einen richtigen Sprung rauszufinden, weil es ist einfach ansonsten... Ja. Keine Ahnung. Ist das ein Bug oder was ist das? Ich weiß es nicht. Mir scheint irgendwie die Plattform verbuggt zu sein. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Das frage ich mich gerade. Kann ich da drüben hin? Sieht nicht so aus. Oh, doch. Hier geht's scheinbar weiter. Gut, wo jetzt hin? Da oben, oder vielleicht doch mit so einem gezielten Sprung da in die Lücke, könnte vielleicht sogar klappen. Ja, das funktioniert. Ah, noch so ein Typ. Los, verschwinde. Danke. Tja, ihr seht schon die Levels hier. Das Level hier hat es ein bisschen in sich. Einfach an diesem Bug vorhin. Aber jetzt haben wir eine geschafft und jetzt kann es weitergehen. Und Lara, bitte spring da mal richtig die Treppe hoch. Danke. So, was haben wir denn gefunden? Magische Plakette. Jetzt haben wir zwei magische Plaketten. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen überlegen. Mal was machen. Sorry. Gut. Versuchen wir mal so. Ah, verdammt, ich wollte durchs Tor durch. Mal auf neue Tür. Auf ein neues. Was ist das für ein mysteriöses Stage hier überhaupt? Die ist ja mal voll seltsam.
Okay, das war jetzt noch nicht beabsichtigt. Nee, das war jetzt anders geplant. Na, dann versuchen wir mal einfach nochmal. Und dann klappt das bestimmt besser. Nein, aber spring doch. So, Lara, jetzt springst du aber. Und bitte richtig. So. Na, geht doch. War scheinbar auch nicht richtig. Dick da gemacht habe. Nein, 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 ich muss da irgendwie oben rauf. Auf diesen Käfig. Soweit ich weiß, müsste man jetzt da lang. Problem ist, ich weiß leider nicht wie. Vielleicht wenn ich da drüben rüber springe? Klappt das vielleicht? Ja. Das funktioniert. Gut, jetzt muss man nämlich hier oben lang. Dann über diese grüne Treppe. Irgendwo? Nein. Doch, da fliegt einer. Also irgendwie sehen die Typen creepy aus, wenn die so da oben die entgegenfliegen kommen. Entgegengeflogen gekommen. Ich krieg's gar nicht ausgesprochen. Ausgesprochen, sorry. Gut, seht ihr das da hinten? Da müssen wir jetzt hin. Und da kommt noch so ein Typ. So, der ist auch weg. Müsste ich so von hier aus diesen Sprung eigentlich schaffen. Ah, schön. Ein bisschen Uzi-Munition. Na dann, wollen wir sie mal einsetzen, unsere Plaketten. Betreten mal dieses wunderschöne Drachentor. Weiß nicht, was uns hier erwartet. Na gut, ich werde mich mal heilen. Sehr episch mit dem Feuer da oben. Das ist eine Wand.
Und da kommt wieder einer dieser Typen an. Komm, stirb. Danke. Das ist alles hier sehr mischt, sehr mystisch und so. Aber gut, Leute, ich denke, ich werde mal einen Cut setzen und würde sagen, bis zum nächsten Part mit dem Brawler 2. Tschüss!